Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für März 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter den Sternzeichen Wassermann geboren sind. Ich möchte euch noch hinweisen, bevor wir hier anfangen, dass diese Legung kann auf euch zutreffen oder auch nicht. Nehmt euch aus dieser Legung das, was euch gefällt, was euch hilft, was vielleicht euch zum Nachdenken gibt, und das, was euch nicht passt, bitte auf die Seite lassen. Wir schauen jetzt gleich, was die Karten euch zu sagen haben für diesen kommenden Monat. Und die erste Karte, eure Thema. Das, was hilft oder im Weg steht. Euer Bewusstsein, Unterbewusstsein, das, was war, das, was kommt, eure Energie, äußere Energie, Hoffnungen oder Ängste und die Zukunft für die nächsten paar Wochen. Karten sieht man nicht so ganz gut, aber ich habe heute leider einen kleinen Tisch zur Verfügung und ist ein bisschen eng bei mir. So, aber wir kriegen das hin. Okay, also Gerechtigkeit, eure Thema. Ja, da wird jemand etwas auf die Waage legen müssen und um sich kämpfen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Karten so sehe, dass hier manche Sachen werden einfach auf den Tisch gelegt und hier ist Klärungsbedarf. Ich sehe auch, dass ihr habt auch ein bisschen Angst davon, was die anderen sagen, wie werden die anderen da reagieren, wenn ich die Sache anspreche. Also diese Angst ist schon da. Aber ich sehe auch, dass damals gab es einen Konflikt mit jemand und man hat sich wirklich da angestrebt und reingesetzt und jetzt ist die Zeit, die Dinge zu klären und ja, für die Gerechtigkeit zu sorgen. Die Menschen in eurem Bewusstsein haben wir die drei der Kelche, also die Menschen sehen wir auf die Karte, die zu euch positiv eingestellt sind. Also ihr habt das Gefühl oder euch ist bewusst, dass ihr bekommt Hilfe, ihr habt gute Kontakte, das wird sich schon klären. Also wie wir denn das hinkriegen, würde ich so sagen. Wir schaffen das. So würde ich das sagen. Okay. Unterbewusstsein haben wir die Zähne aus dem großen Arkana, also Rat des Schicksals. Und hier geht um dieses Gefühl und dieser Glaube, so eine feste Glaube. Das Leben hilft mir. Das wird schon gut. Ich werde mich anstrengen, aber ich bekomme auch Unterstützung von oben. Ja? Also das ist sehr wichtig. Das ist Unterbewusstsein. Unterbewusstsein. Das ist sehr gut, das ist eine super tolle Einstellung, Gefühl, diese Gedanke, das Leben wird mir schon helfen, ich glaube daran, ja, weil Unterbewusstsein natürlich, das ist so eine, wie soll ich sagen, Gefühl, kann man auch so bezeichnen, ja. Wir machen was unbewusst, aber wir steuern trotzdem in diese Richtung. Und wenn man so eine positive Einstellung hat in Unterbewusstsein, das ist super, dann ist das wirklich schon viel geholfen, weil wir machen das mit einer positiven Einstellung, ja? Auch wenn wir das nicht so wahrnehmen. Aber ich muss sagen, diese Wahrnehmung hier, die drei der Kelche, zeigt auch positiv, ja, dass ihr seid da positiv angestellt. Trotz diesen Ängsten
habt ihr das Gefühl, das kriege ich hin. Wir gucken gleich, was hinter dieser Karten sich ja verbirgt. Und da haben wir wieder diese gleiche Karte. Diese Karte, die spricht wie Glück. Hier haben wir auch, unten steht Glück. Also Rad des Schicksals zeigt, dass das Leben wird auf eurer Seite sein, ja, wird euch behilflich sein. Hier haben wir aber den Hängenden und Zenderstäbe, ja, die Blockade. Ihr werdet es nicht so leicht hinkriegen. Da wird sich, ja, das wird sich alles zu ziehen und das wird ja viel Mühe vielleicht kosten. Aber trotzdem, das lohnt sich, weil ihr werdet, ich denke, ihr werdet eure Ziel erreichen. Hier haben wir die Königin der Scheiben. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Der Ritter der Schwerter zeigt auch diese Wachstum, ja, dieses Engagement für sich, um die Ziele zu erreichen. Also ich denke, diese Einstellung von euch ist gut. Und auch wenn die kleinen Blockaden kommen, die Ängste, und das läuft halt nicht so, wie man sich das wünscht, ja. Mein Gott, wo läuft das schon alles so geschmeidig? Manchmal läuft nicht. Man muss einfach Geduld haben und ein bisschen Ausdauer. Und Ausdauer habt ihr. Da habt ihr auch hier bewiesen. Weil diese sieben der Stäbe, das ist eine Karte, die zeigt Ausdauer in Konflikten, in Lebenssituationen. Und das kriegt ihr schon, ich denke, so wie die Karten hier zeigen, kriegt ihr. Eure Problemchen, ob da große oder kleinere sind, kriegt ihr hin. Die Ängste sind da, muss ich sagen, ja. Ängste oder Hoffnungen, die Karte kann man so oder so sehen, ja. Weil achtete Schwerter zeigt, oder habt ihr Angst, aus dieser Situation nicht rauszukommen, oder doch die Hoffnung, dass der Käfig sich ganz aufmacht und ihr wieder rausfliegen. Also hier kann man so oder so sehen, dann werde ich hier wirklich jetzt nicht so deutlich die Karte auch deuten können. Ich gucke später, was dahinter diese Karte sich verbirgt. Aber ich möchte jetzt noch was anderes ansprechen vorerst, weil hier haben wir hier diese sieben Kelche. Und das sind die äußeren Einflüsse. Und äußere Einflüsse, das sind die Menschen, die damit sehr eng beteiligt sind. Das konnte eure Partner sein, eure Familie, Mutter, Vater, Schwester oder Freunde. Wir gucken, was hinter dieser Karte sich verbirgt, weil nämlich sieben Kelche zeigt Enttäuschung, zeigt auch Illusion, zeigt, dass man in etwas, ja, Hoffnungen gesteckt hat und im Endeffekt, ja, da war nichts, ist nichts raus geworden. Und dieser Mensch ist da ein bisschen enttäuscht, kann man sagen, von sich selbst, von euch, von dieser Situation. Wir schauen mal. Neunte Kelche, Freude. Da haben wir den Wagen, also Bewegung, Schnelligkeit, Tempo. Da wird was Neues kommen. Und der Magier. Der Magier zeigt neue Möglichkeiten. Also ich denke, dieser Mensch hier möchte mit euch starten, neue Anfang geben. Er hat vielleicht das angesehen oder er wird das ansehen, seine Fehler. Vielleicht er wird anerkennen, dass er so in manche Sachen sich getäuscht hat, von sich, ja, anders gesehen hat, wie das wirklich war. Und vielleicht dieser Mensch wird eigene Fehler auch ansehen und mit euch wieder starten wollen, Frieden schließen. Er wird dafür sorgen, dass die Möglichkeiten werden genutzt und da wird wieder das Ganze in Rollen kommen. Also eure Beziehung, Relation, weil ich weiß es nicht, ob das der Partner ist oder vielleicht eine andere Person. Es konnte, wie gesagt, auch jemand anderes sein.
Dieser Mensch wird sich bemühen, das wieder in Ordnung zu bringen. Ja, das beginnt vielleicht auch diese Gerechtigkeit hier ist. Als der Kelch eure Energie zeigt, Gefühle. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht manche von euch werden sich auch öffnen wollen. Vielleicht neu öffnen wollen, vielleicht warten, dass auch jemand kommt und sich öffnet vor euch. Auf jeden Fall hier sind Gefühle, das ist eine Glückskarte. Ja, ich muss sagen, Rat des Schicksals, Ast der Kelche, wunderbare Karten. Ich habe das Gefühl, da kommt bei euch was Neues, was Positives ins Leben. Die alten Sachen werden zurückbleiben, aber man muss erst manche Sachen klären, ja, manche Sachen arbeiten, schauen, um was hier geht, um was man zu machen hat, dass das wieder ein Gleichgewicht bringt, dass man im Leben dieses Gleichgewicht bringt. Wir gucken, was unter dieser Karte sich versteckt. Kaiserin, der Stern und zweite Scheibe. Ja, das geht um vielleicht Familiensinn, die Kaiserin, eine sehr schöne Karte, eine gute Karte, die spricht von Weiblichkeit, von Fürsorge, mütterliche Gefühle, wie gesagt, Familiensinn, aber auch fest dazustehen als Frau. Ja, sich auch zeigen, anerkannt zu werden. Also ihr seid für euch selbst sehr wichtig hier. Euch ist sehr wichtig eure Position im Leben. Ja, hier haben wir diese der Stern. Das geht um Wunscherfüllung und um Heilung auch von Sachen, die nicht gut waren, ja, von alten Blockaden, alten Erlebnissen. Man hofft, dass da jemand behilflich sein wird und euch ja, im Leben auch ein bisschen hilft, dass das Leben euch auch jemand schenkt, der euch auch im Leben einfach hilft, die Hand gibt. Und wie gesagt, hier geht es auch um Heilung, nicht nur um Wunscherfüllung. Und hier sehen wir auch das Wechseln im Leben, ja, von dunkel auf hell. Man hofft sich, dass das auch finanziell, ja, eine Sicherheit gibt, dass da eine Sicherheit gibt, nicht nur für Gefühle, aber allgemein, dass da ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Natürlich, im Leben ist nichts sicher. Wir streben uns nach dieser Sicherheit. Wir tun uns dann immer absichern, kontrollieren, gucken, ob alles passt und so. Muss man machen, ja. Das ist schon sehr wichtig, wenn wir aus dem Haus gehen, dass wir die Tür abschließen. Das sind so Sachen, die sehr wichtig sind, ja. Aber im Endeffekt, wir können nicht sicher sein, ja. Wir können nicht sicher sein, was morgen bringt. Aber wir müssen alles in diese Richtung machen, dass wir uns selbst die Sicherheit auch bringen. Mindestens so viel, wie in unserer Macht ist, so würde ich das sagen, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese zwei Karten hier, das sind die Karten für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen. Königin der Scheiben und Ritter der Schwerter. Man sieht, man möchte Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Königin der Scheiben, so, also so eine Karte, die zeigt jemand, der sehr stolz auf sich ist. Jemand, der was erreicht hat. Und der Ritter der Schwerter bekräftigt noch diese Karte und andersrum. Weil Ritter der Schwerter zeigt auch diesen Kampf für diese Sicherheit. Kampf für sich mit Wachstum, mit Lernen, mit Wissen, mit Lebensaufgaben, mit Lebenserfahrung, ja. Auch Risiko. Hier wird man auch Risiko eingehen und dem Leben vertrauen, so wie hier auch den Rat des Schicksals zeigt, dass das Leben auch
einem bisschen behilflich sein kann. Wir schauen, was hier unter dieser Karte sich verbirgt. Prinzessin der Scheiben, anders gesagt Page der Scheiben, Sechs der Scheiben und wieder Königin der Scheiben, also wieder die gleiche Karte. Ja, diese drei Karten sprechen von materialen Sicherheit, von Erfolg. Man möchte endlich irgendwo ankommen, man möchte Festigkeit haben, man hofft sich dieser Erfolg unwahrscheinlich. Ich sehe das so, er wird aus dieser Sache hier rauskommen. Vielleicht geht hier auch um irgendwelche Erbe oder Teilung von irgendwelchen Gewinn. Also hier unter dieser Karte kann sich alles Mögliche verstecken, aber ich muss sagen, hier geht viel, viel ums Geld, um eure Position, ja. Und ihr werdet alles in diese Richtung machen, um das zu erreichen. Ja, vielleicht manche von euch haben sich irgendwas vorgenommen, ein Projekt, und man möchte dieses Projekt beenden mit Erfolg. Vielleicht manche von euch haben angefangen, ein Buch zu schreiben, ja, als Beispiel, und die hoffen jetzt, dass das ein Bestseller wird und wird sich super verkaufen und ich werde da wie die Königin der Scheiben stehen. Als Beispiel, ja. Natürlich, die Liebe spielt hier in diesem Monat auch eine ganz große Rolle und da ist auch verbunden mit dieser Sache, ja. Also hier geht nicht nur ums Geld und Sicherheit, aber auch diese Liebe und auch diese, sagen wir, Sicherheit in Partnerschaft. Ich wollte noch diese Karte klären. Die ist jetzt nicht so sehr wichtig, aber ich habe die schon angesprochen. Es geht hier um die Ängste und die Hoffnungen. Und wir gucken noch, was man hier. Ja, das Gericht haben wir. Der Ritter der Scheiben, wieder Scheiben, wieder Geld und die Mäßigkeit. Ja, also Gericht, das Gericht haben wir hier. Ja, die ist auch eng verbunden mit der Gerechtigkeit. Hier geht darum, dass man muss auch sich selbst auch ein bisschen und den anderen unter die Lupe nehmen, schauen, wie die Menschen zu mir sind, welche Fehler gemacht haben, welche Fehler ich gemacht habe, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. Man muss so einen Weg finden, ja, um einfach aus dieser Flügel, aus diesem Käfig rauszukommen, dass die Flügel dann ja sich befreien und man wachsen wird. Ritter der Scheiben sagt natürlich, dass man etwas gewonnen hat. Ja, das sind Hoffnungen, das sind Karten für Hoffnungen. Und die Mäßigkeit spricht für diese Balance wieder Balance. Also für euch ist das sehr, sehr wichtig, diesen Monat, dass man alles wie soll ich sagen, angreift mit so einem Gefühl, ich möchte hier diese Balance haben, diese Harmonie, diese Gerechtigkeit, ja. Nicht, dass mir jemand später sagt, du hast mich ausgenutzt, ja. Hier geht um die Mäßigkeit, also diese passende Dosis von allem. Also ich finde, ihr werdet diesen Monat in diesem Monat mit so einem guten Gefühl an dieser Sache arbeiten. Ja, wie gesagt, Ängste sind da und aber die Ängste sind auch nicht unbegründet. Ängste brauchen wir. Ja, Ängste sind sehr wichtig in unserem Leben, dass wir uns die Gedanken machen, was passiert, wenn. Wenn wir keine Ängste hätten, ja, dann werden wir einfach in das Blaue gehen und ja, vielleicht uns auch Schaden, viele Schaden einrichten. Also das brauchen wir auch, nur ich muss sagen, das muss alles auch die Grenzen haben. Ja. Die Mäßigkeit zeigt das auch, diese passende Dosis. Nicht, dass das einfach zu präsent wird, diese Negative. Aber ich sehe keine Gefahr, dass diese Negative zu präsent wird.
Ich muss sagen, bei euch dieser Monat wird gut laufen. Da bin ich mir sicher. Ja, mindestens für manche von euch. Und ich wünsche euch viel Erfolg, ja. Und dass dieses Ziel auch euch Glück bringt, dass die Liebe wird wachsen und dass man sich in diesem Monat wird einfach pudelwohl fühlen. Also, meine Lieben, alles Gute und bis zum nächsten Mal.